herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon gesehen, Halloween steht vor der Tür und deswegen gibt es dieses Jahr natürlich auch auf meinem Kanal eine Halloween-Motivtorte. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ein lecker schokoladiger Schokokuchen gibt es dieses Jahr, gefüllt mit italienischer Maringbuttercreme, Aprikosenfruchteinlage, eingestrichen ebenfalls mit Buttercreme und dekoriert mit verschiedenen Zuckerperlen und Fruchtgummi im Halloween-Look. Ich habe in den letzten Jahren schon einige Halloween-Motivtorten hier auf meinem Kanal hochgeladen. Falls ihr noch andere Ideen oder Inspirationen braucht, schaut doch mal hier oben in die Infocard. Da verlinke ich euch nämlich meine Halloween-Playliste hinein. Schaut doch gerne mal dort vorbei. Ich habe für meine diesjährige Motivtorte, ihr habt es bestimmt gemerkt, vor allem mal komplett ohne Fondant. Ich liebe es zwar, mit Fondant zu arbeiten, aber ich werde immer wieder mal gefragt, ob ich nicht mal eine Motivtorte ohne Fondant machen kann. Und tada, meine Halloween-Torte ist mal komplett ohne Fondant. Ja, ich habe dafür einen super, super leckeren schokoladigen Schokokuchen gebacken. Das Rezept, dazu erzähle ich euch übrigens was am Ende des Videos. Also schaut auf jeden Fall bis zum Ende, denn dann beantworten sich auch vielleicht alle eure Fragen. Und wenn doch noch Fragen sind oder irgendwas unklar ist, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare und da beantworte ich euch eure Fragen sehr, sehr gerne. Ja, den Schokokuchen habe ich zubereitet, aber nicht nur einmal, sondern insgesamt dreimal und in 20 cm Backringen gebacken. Das habe ich schon am Tag zuvor gemacht, denn am nächsten Tag lassen sich Kuchen viel leichter und vor allem auch krümelfreier verarbeiten. Wir sind jetzt auch am zweiten Tag, wir starten jetzt am zweiten Tag. Meine Kuchen sind komplett ausgekühlt und ich zeige euch nun, wie ich sie gefüllt, dekoriert und auch eingestrichen habe. Wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem heutigen Video. Wie schon erwähnt, habe ich die drei Kuchen am Tag zuvor gebacken. Diese sind nun vollständig ausgekühlt. Den leicht gewölbt gebackenen Deckel habe ich abgeschnitten, sowie alle drei Kuchen jeweils einmal in der Mitte durchgeteilt. Neben der Fruchteinlage wird die Torte noch mit der italienischen Maringbuttercreme gefüllt. Diese habe ich auch schon zubereitet. Das Rezept dazu verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infocard. Zum Bestreichen der Kuchenböden verwende ich Aprikosenmarmelade. Diese habe ich ganz leicht in der Mikrowelle erwärmt, dass sie ein wenig dünnflüssiger wird. Zum Tränken der Kuchenböden verwende ich Läuterzucker. Läuterzucker ist ein Zucker-Wasser-Gemisch. Wie ihr das zubereitet, ist total easy. Ihr findet das beschrieben in der Infobox. Dieses dient dazu, dass die Kuchenböden schön saftig bleiben. Außerdem bekommt die Torte eine Aprikosenfruchteinlage. Insgesamt drei Fruchteinlagen werden zubereitet. Dazu gebe ich 600 ml Aprikosensaft in einen Kochtopf, erwärme diesen ganz leicht auf dem Herd und löse anschließend 7 Blatt Gelatine darin auf. Da insgesamt drei Fruchteinlagen benötigt werden, messe ich 200 ml ab, gebe diese in eine vorbereitete Form mit einem Durchmesser von 16 cm. Insgesamt drei Stück habe ich vorbereitet und gebe diese anschließend für mindestens 4 Stunden, am besten aber auch über Nacht, in den Gefrierschrank. Die Torte wird auf einem Cakeboard aufgebaut. Dieses Cakeboard ist eine Tortenpappe und genauso groß wie die Kuchen, also 20 cm im Durchmesser. Somit habe ich einen festen Boden, kann die Torte viel leichter händeln und vor allem auch später viel einfacher auf die Tortenplatte umsetzen. Auf die Tortenpappe kommt nun etwas Buttercreme, damit der erste Kuchenboden nun kleben bleibt. Anschließend wird dieser getränkt. Dünn mit der Aprikosenmarmelade bestrichen. Darauf folgt eine dünne Schicht Buttercreme sowie eine der gefrorenen Aprikosenfruchteinlagen.
Darauf wird wieder etwas Buttercreme verteilt, verstrichen und anschließend der zweite Kuchenboden oben drauf gegeben. Das Ganze wird nun bis oben hin wiederholt, bis der sechste Kuchen aufgebraucht ist. Allerdings die Fruchteinlage kommt nur in jede zweite Etage hinein. Mit der übrigen Buttercreme werden noch Lücken und Löcher gefüllt und anschließend muss die Torte für eine Stunde zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit wird die Torte nochmal etwas zurechtgeschnitten, bevor sie mit der farbigen Buttercreme eingestrichen wird. Für die Deko habe ich nochmal italienische Meringue-Buttercreme zubereitet, diese in Schwarz und in Orange eingefärbt und in Spritzbeutel gegeben. Gestartet wird mit der schwarzen Buttercreme. Eine dünne Schicht wird auf den Kuchen aufgestrichen. Diese muss noch nicht ganz so ordentlich sein, denn sie dient in erster Linie zur Krümelbindung. Die Torte kommt nun 20 Minuten in den Kühlschrank, bevor eine zweite Schicht aufgetragen wird. Mit einem Konturenspachtel wird nun das Muster hineingezogen und da das nicht auf Anhieb funktionierte, das Muster doch sehr lückig und löchrig war, habe ich in die Lücken noch ein wenig Buttercreme gegeben, die Torte mit dem Konturenspachtel so lange bearbeitet, bis das Muster bis oben hin schön gleichmäßig und ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Die Torte kommt nun wieder in den Kühlschrank, denn für den nächsten Arbeitsschritt ist es super, super wichtig, dass die schwarze Buttercreme durchgekühlt und fest geworden ist. Nach der Kühlzeit, die schwarze Buttercreme ist richtig schön fest, wird in die Lücken die orangefarbene Buttercreme gespritzt und anschließend mit Teigkarten glatt gezogen. Beim Abziehen ist es wichtig, dass zwischendrin die Teigkarten immer wieder sauber gemacht werden. Das Ganze wird so lange gemacht, bis ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid. Anschließend wird die Torte dekoriert. Ich verwende hier unter anderem einen Halloween-Mini-Perlchen-Mix, den ich ins untere Drittel der Torte dekoriere. Und leider beim Auftragen habe ich die schwarze Buttercreme ein wenig in die orangefarbene Buttercreme geschmiert. War aber gar kein Problem. Mit einem Küchenkrepp habe ich das vorsichtig wieder abgewischt. Nachdem ich die orangefarbene Buttercreme schließlich von den schwarzen Farbresten befreit habe, folgen noch weitere Zuckerperlen. Ich habe hier noch kleine Totenköpfe und Knochen. Sind die nicht süß? Ich finde die so, so goldig. Und wo ihr die herbekommt, das findet ihr verlinkt in der Infobox. Die gibt es nämlich unter anderem in meinem Online-Shop zu kaufen. Für die Oberfläche verwende ich Blut. Nein, natürlich kein Blut. Das ist Erdbeermarmelade in der Samtvariante, also ohne Stückchen und Kerne. Diese habe ich noch ein wenig in der Mikrowelle erwärmt, dass sie etwas flüssiger ist. Und außerdem verwende ich verschiedenes Fruchtgummi. Unter anderem habe ich hier diese wahnsinnig ekligen Augen, kleine Gehirne und Würmer. Um die Klibberaugen zu platzieren, verwende ich einen Aushöhllöffel.
Gebe in die Vertiefung ein wenig Marmelade, dass das Auge auch kleben bleibt und dekoriere mit meinen Sachen die Torte nun fertig. Aber nun quatsche ich nicht mehr lang. Schaut euch einfach an, wie ich die Torte dekoriert habe. Das Ganze ist natürlich optional und ihr könnt eure Torte so dekorieren, wie es euch am allerbesten gefällt. Und als ich die kleinen Zuckermesser gesehen habe, habe ich die natürlich auch noch gekauft, denn ich war so schockverliebt, die mussten definitiv auf meine Torte aufdekoriert werden. Alle Rezepte findet ihr geschrieben und auch verlinkt hier unter dem Video in der Infobox. Schaut auf jeden Fall in die Infobox, denn dort schreibe ich euch auch zu jedem Rezept, wie oft ich das für diese Torte benötigt habe. Ganz am Anfang habe ich ja schon gesagt, ich habe allein 3-mal den Schokokuchen gebacken. Ja, die Torte ist relativ groß, also schaut auf jeden Fall in die Infobox. Ich schreibe euch alles dort hinein. Dort findet ihr auch die Links zu meinen Arbeitsmaterialien und auch zu den Zuckerperlen, wenn euch das ein oder andere interessiert. Falls ihr andere Rezepte benötigt, schaut doch gerne mal auf meinem Blog vorbei, www.nicoleszuckerwerk.de. Im Inhaltsverzeichnis tummeln sich mittlerweile über 400 Rezepte. Vielleicht ist da noch das ein oder andere dabei, was ihr sehr gerne mal nachmachen möchtet. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch nun einen wundervollen Montag. Und wenn ihr noch eine andere Motivtorte zu Halloween sehen möchtet, dann schaut doch mal hier vorbei. Hier habe ich einen echt ekeligen Augapfel oder meine Motivtorte vom letzten Jahr, ein leckerer Maulwurfkuchen verpackt als eine Grabtorte. Dann schaut doch mal hier vorbei. Ich wünsche euch nun eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns ganz bald, vielleicht gleich hier. Ansonsten spätestens nächste Woche Montag hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.